Riesenüberraschung bei Let's Dance? Die Tanzpaare staunten nicht schlecht, als mitten in den Proben plötzlich hoher Besuch im Raum stand. Denn während Mozi Mabuse und ihr Team fleißig für den Jury-Teamtanz in Show 7 probten, tauchte auf einmal ein Megastar aus dem Nichts auf. Proben zur Musik des Megastars. In der 7. Show von Let's Dance steht alles im Zeichen der Liebe. Dazu passt der überraschende Gast wie die Faust aufs Auge. Begleitet von einer Kamera kam ein Sänger und vierfacher Grammy-Preisträger über eine Treppe auf die tanzenden Paare zu und klatschte Beifall. Es war niemand Geringeres als Michael Steven Bublé. Passt auch ganz gut, denn das Team von Mozi Mabuse, das aus René Kesseli, Matthias Mester, Katrin Menzinger und Renata Lusin besteht, tanzt zu traumhaften Songs des kanadisch-italienischen Sängers. Ich liebe Michael Bublé. Die fleißigen Tänzer konnten es jedenfalls erst gar nicht glauben und waren völlig überrascht. Dass Michael Bublé den Let's Dance Stars höchstpersönlich einen spontanen Besuch abstattet, hätte niemand erwartet. Profitänzerin Renata Lusin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus und sagte in einer Videoaufnahme, die RTL nun zeigte, oh, mein Gott. Ich bin immer noch sprachlos. Ich liebe Michael Bublé, ich liebe alle Lieder von ihm. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, der Besuch gibt den Let's Dance Stars den Extra-Kick Motivation. Die Stars seien nun umso motivierter, Gas zu geben, um für Bublé das Parkett zum Beben zu bringen. Den Sänger freute es. Bei seinem Besuch hielt er sich mit lobenden Worten ebenfalls nicht zurück. Er bejubelte die Tanzpaare bei der Probe und klatschte Beifall. Ich bin so froh, hier zu sein und euch tanzen sehen zu dürfen, sagte er zu den Let's Dance Stars. Wem diese Motivation in die nächste Runde verhilft, wird sich zeigen. Weiter geht es am Freitagabend mit dem Motto Love Week. Die Tänzer und die Juryteams sind ab 20:15 Uhr auf RTL zu sehen.